Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur Mega-Karriere. Wir sind heute beim 17. Rennen unserer 4. Saison und zwar in Abu Dhabi und nicht in Austin, wie ich es beim letzten Mal gedacht habe. Irgendwie ist das voll ungewohnt, Abu Dhabi als drittletztes Rennen einer Saison zu haben, oder? Heutzutage kennt man das fast nur noch als Finale. Ich glaube, seit 2014 tatsächlich war Abu Dhabi immer das Finale, also war das hier die letzte Saison, in der Brasilien das letzte Saisonrennen war, was ich auch wesentlich besser finde, muss ich sagen. Aber ja, hier bekommen wir das ja nochmal, was eine sehr coole Sache ist. Und es ist auch noch weit davon entfernt, alles entschieden zu sein. Für uns ist in der Fahrer-WM realistisch sogar noch der 4. Platz drin und vor allem in der Konstrukteurs-WM können noch große Dinge passieren. 3 Teams sind da vorne innerhalb von nur 50 Punkten und das 3 Rennen vor Schluss. Ich hoffe sehr, dass wir uns da am Ende vielleicht durchsetzen können. Dafür brauchen wir aber starke Ergebnisse von uns und auch von Fernando. Und klar müssen wir auch darauf hoffen, dass vielleicht Mercedes und Red Bull ein paar schwierige Rennen haben. 4 Podien in Folge haben wir mittlerweile. Langsam wird das Zeit für den ersten Sieg, würde ich behaupten. Vielleicht gelingt es uns ja heute. Los geht's mit dem Qualifying. Ich schätze mal, Regen erwartet uns hier nicht, oder? Das wäre schon was ziemlich Besonderes. Nein, es soll sonnig sein und vor allem trocken, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Oh, da hinten sieht man die Ferrari World, richtig episch. Ich muss aber gestehen, vom Real-Life-Rennen damals 2013, in Abu Dhabi, weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Das war nicht gut. Wir hatten schon bessere Runden in der Saison, sagen wir es mal so. Vielleicht reicht es aber trotzdem, um uns zumindest aus Q1 rauszubringen. Ich meine, hier muss noch keine absolute Wunderrunde her. Das Wichtige ist, dass es schnell genug ist für Q2. Und das könnte es sogar sein. 3 Sekunden nehmen wir Chilton ab und auch Bottas war langsamer. Wow, Platz 6 ist das am Ende sogar. Und das mit so einer durchschnittlichen Runde, so nenne ich es mal. Das ist voll stark. Wir sind auch nur 1,2 Sekunden weg von der Spitze. Klar, das ist eigentlich viel. Aber die Runde war auch nicht gut. Ich denke, heute könnte mal wieder richtig was gehen. Was auch wichtig ist, beim letzten Mal im Qualifying in Indien sind wir nämlich in Q2 rausgeflogen, waren glaube ich 12. am Ende. Heute muss das besser werden. Oh ja, das war viel besser. Ich hoffe mal, dass das genug ist, um uns am Ende in die Top 10 zu bringen. Aber da mache ich mir nach der starken Leistung gerade in Q1 oder nach dem starken Ergebnis besser gesagt, eigentlich keine Sorgen. Die letzten beiden Kurven jetzt ja keinen großen Fehler mehr machen und die Runde komplett weghauen. Und dann muss das reichen für nicht nur Q3, sondern auch für eine richtig gute Platzierung. Eine 41,9 ist eine verdammt schnelle Zeit. Und da hinten steht doch jemand in der Leitplanke, beziehungsweise in der Mauer, oder? Ich glaube schon, das sieht ganz nach einem Auto aus. Was macht die KI denn immer hier bei diesem Ergebnisbildschirm? Ich verstehe das nicht. Wir haben es schon so oft erlebt, dass die da im Hintergrund einfach abfliegen. Ganz, ganz komisch. Unsere Runde war übrigens wirklich richtig schnell. Wir sind zwar wieder nur 6., aber deutlich vor dem Rest des Feldes und nur eine halbe Sekunde weg vom Führenden. Das könnte ein ganz spannendes Q3 werden. Wenn wir eine perfekte Runde hinbekommen, ist sogar, denke ich, die Pole drin. Obwohl die anderen sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen steigern werden. Somit wird das schwierig, aber auf jeden Fall sind wir voll mit dabei und werden im Rennen mit so einer Pace definitiv ums Podium kämpfen können. Oh, was sind das eigentlich für bedrohliche Wetterbedingungen hier? Wow! Und was war das? Ich weiß es nicht. Ey, das sieht so aus, als würde gleich irgendein Sandsturm hier über die Strecke ziehen oder sowas. Ich würde mal vorschlagen, wir setzen lieber schnell eine gute Runde. Ansonsten regnet das hier wirklich noch oder so. Auch wenn die Vorhersage sagt 0%. Aber nach 0% sieht mir das hier nicht aus. Ja, das war schon mal für so einen ersten Run nicht schlecht, aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Für die Pole werden wir so eine 41,5 brauchen, wenn nicht sogar noch ein bisschen schneller. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Wow, sieht das episch aus. Da kommt sogar noch mal ein bisschen die Sonne raus für unseren letzten Run hier im Qualifying in Abu Dhabi. Ich hoffe, dass die Runde ähnlich schnell ist, wie schön die Bedingungen gerade sind. Perfektes Deutsch. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session.
sehr gute Runde. Ich würde behaupten, die beste unseres Wochenendes. Das war auch die beste Zeit. Eine 41,7. Leider kommen wir aber nicht, wieder einmal nicht, über diesen sechsten Platz hinaus. Das ist aber eine sehr gute Ausgangsposition. Ich meine, wir haben schon oft gesehen, dass man im Rennen viele Plätze gut machen kann. Beim letzten Mal zum Beispiel in Indien sind wir von 12 auf 3 gefahren, glaube ich. Also, es geht auf jeden Fall noch einiges. Vielleicht sogar der Sieg. Auch wenn wir dafür wahrscheinlich ein bisschen Glück brauchen werden. Aber auf jeden Fall ist das Podium aus eigener Kraft drin. Und alleine das ist schon ein richtig gutes Zeichen. Ich freue mich auf das Rennen. Hier sind wir jetzt also in der Garage vor dem Start des Rennens. Zum drittletzten Mal hier in diesem Ferrari. In dieser Saison zumindest. Wo wir in der nächsten unterwegs sein werden, weiß ich noch nicht. Da gibt es aber auf jeden Fall einige interessante Optionen. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie. Das wird wie immer eine Einstopp in Runde 6 ungefähr. Sollen wir auf die harten Reifen wechseln. Ich denke, das sollte auch machbar sein. Ich hoffe es zumindest. Und dann gehen wir direkt an den Start hier beim Rennen in Abu Dhabi. Ich freue mich sehr drauf. Los geht's. Wären wir auch schon in der Startaufstellung angekommen. Das Ziel für den Start wird es sein, zumindest ein, zwei Leute schon mal aus dem Weg zu räumen und uns auf Kurs zu dem Podium zu bringen. Da kommen die fünf roten Lichter und es geht los hier in Abu Dhabi. Wie kommen wir weg? Wahrscheinlich wie immer halt ganz okay, ja, so ist es. Leider werden wir aber niemanden in die erste Kurve hinein angreifen können, obwohl das kann man in dem Spiel nie so ganz wissen. So früh wie die da manchmal bremsen und so komische Linien wie die da fahren, kann es doch möglich sein, jemanden zu überholen, auch wenn man keinen allzu guten Start hatte. Die beiden Red Bulls schenken sich da direkt mal gar nichts. Und uns gelingt es vielleicht, Sebastian Vettel anzugreifen hier in die Schikane hinein. Und Webber auch, der sehr, sehr vorsichtig hier anbremst. Das wäre natürlich genial, beide Red Bulls direkt hinter uns zu haben und hier auf dem dritten Platz unterwegs zu sein. Und danach sieht es auch aus. Boah, ein Monsterstart. Besser hätte es nicht laufen können. Und vor allem führt auch Fernando das Feld an. Ist heute eventuell der erste Doppelsieg der Saison drin. Das wäre gigantisch für die Konstrukteurs-WM. Leider sieht es aber danach aus, als könnten Alonso und Hamilton da vorne sich ein bisschen absetzen. Und wir müssen wahrscheinlich eher drauf schauen, dass wir die Red Bulls hier hinter uns halten. Ich hoffe, dass das gelingt. Aber wir haben zuletzt ja schon oft bewiesen, dass wir das können. Auch in Indien beispielsweise. Zum ersten Mal wird Webber jetzt das DRS haben, hier auf der langen Gerade. Das könnte zu einem Problem werden. Und vor allem gibt es in Abu Dhabi ja auch direkt die zweite DRS-Gerade, die auf diese hier folgt. Wir verteidigen einfach mal hier in die Schikane hinein und können den ersten Angriff abwehren. Oh, ich schalte aber in Leerlauf, ich Idiot. Das wird nicht helfen. Hat Webber das DRS oder haben wir es uns vielleicht sogar abgestaubt, weil wir kurz hinter ihm waren, glaube ich. Nein, am Messpunkt war er aber hinter uns, wird somit nochmal das DRS haben. Hier auf dieser Gerade. Wieder einmal gehen wir nach innen und verteidigen das hoffentlich. Ja, Mann, das sieht doch gut aus. Wir glauben, dass Webber irgendwann in den nächsten 5 Runden an die Box fährt. Ja, super. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Danke für die Hilfe. Oh, Rosberg ist vorbei an Webber. Ob das so gut ist für uns? Eigentlich eher nicht. Gegen Rosberg geht es ja um diesen vierten Platz in der WM und wir haben Gelb. Ist das jemand da vorne? Das ist auf jeden Fall in dem Bereich hier. Ich hätte nichts dagegen, wenn so ein Hamilton jetzt da vorne ausrollt, aber nein, das war, glaube ich, weiter hinten. Ja, da in der Haarnadelkurve, oder? Ach, keine Ahnung. Oh, da kommt Rosberg jetzt an mit dem DRS. Webber ist da auch direkt in seinem Schlepptau. Wir müssen wieder verteidigen in diese Dreifachschikane hinein. Wieder gelingt es aber. Rosberg hat da ein paar Plätze verloren, glaube ich, und wir haben schon wieder Gelb. Oh, jetzt geht das Chaos hier wieder los in diesem Rennen. Das gefällt mir so gut an diesem Spiel, muss ich sagen, dass immer so viele verrückte Dinge passieren. Und wir halten uns hier nach wie vor auf diesem Podium. Das wäre unser fünftes in Folge, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, das ins Ziel zu retten. Oh nein. Unser Reifenschaden. Das Ding da blinkt wieder mal von alleine auf. Das ist nie ein gutes Zeichen. Mindestens eine Runde müssen wir aber noch fahren. Oh, jetzt haben wir auf einmal Vettel und einen der beiden Lotus hinter uns. Jeder probiert es hier irgendwie an uns vorbeizukommen. Webber ist vorhin gescheitert, genauso wie Rosberg. Wie stellt sich Vettel an beim Versuch, uns zu überholen? Ich hoffe, ähnlich schlecht wie die beiden anderen. Wir verteidigen mal wieder innen und dann sollte er eigentlich da außen keine Chance haben. Jetzt dürfen wir es nur ja nicht zulassen, dass der viel mehr Schwung hier mitnehmen kann auf die zweite DRS gerade. Das hat ganz gut funktioniert. Wir ballern unser letztes bisschen Kers raus für die Runde und sollten eigentlich vor Vettel bleiben, oder? Ja, das sieht gut aus. So langsam beginnt das Heck hier mehr und mehr auszubrechen an den Ausgängen der Kurven. Geplant ist aber Runde 6 und ich denke auch nicht, dass das Sinn macht, jetzt schon reinzukommen. Dann schieben wir das Problem nur weiter nach hinten. Wenn wir jetzt reinkommen, dann klar, dann sind wir diesen Reifensatz los, haben am Ende des Rennens aber wahrscheinlich noch weniger Spaß auf den harten Reifen. Und solange kein anderer reinkommt und irgendwie einen Undercut probiert, ist das ja auch kein Problem, noch eine Runde draußen zu bleiben.
Nach einem Undercut-Versuch sieht es nicht aus. Oh, eieiei, die Runde wird jetzt aber unlustig. Die Reifen sind fast rot. Du bist deutlich langsamer als Fernando. Er nimmt dir 3 Sekunden pro Runde ab. Danke für die Motivation. Echt super. Sowas hört man doch gerne, wenn man gerade versucht, sich irgendwie an die Box zu retten. Mit mal wieder zum wiederholten Mal in der Saison stark abgenutzten Reifen. Ah, das ist auch nicht gut, hier an dieser Stelle der Strecke abgenutzte Reifen zu haben. Das erlaubt uns keine gute Traktion. Aus der Haarnadelkurve raus. Und könnte Vettel hier jetzt die Position geben. Oder wir versuchen nochmal dagegen zu halten natürlich. Das geht hier um ein Podium. Sepp setzt sich aber durch. Wow. Und macht eiskalt die Tür zu. Wow. Okay, es war auch vielleicht ein bisschen optimistisch von mir, da noch über den Move nachzudenken. Aber dass der so eiskalt einlenkt, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Immerhin stauben wir uns jetzt das DRS ab von Rosberg und von Vettel. Irgendjemand ist ausgeschieden. Das sollte aber niemand vor uns sein, wenn ich das auf der Karte richtig sehe. Rosberg und Vettel, da Rad an Rad. Oh, dieser Streckenabschnitt wird jetzt unlustig. Wir haben so viele langsame Kurven hier, in denen man ganz leicht das Auto verlieren kann. Ach, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, Mann. Dieser scheiß Reifenverschleiß in dem Spiel. Man lenkt ein, wirklich. Man lenkt so langsam in eine Kurve ein und, ja, seht mal, es ist wirklich, es ist halt genau das, was wir in Ungarn schon hatten und auch in Singapur, als wir unseren wahrscheinlich einzigen Sieg in der Saison oder unsere einzige Chance auf einen Sieg verloren haben. Ah, ganz, ganz bitter, kommen wir trotzdem rein. Ich hoffe, dass ein Podium noch nicht ganz... ganz außer Reichweite ist. Ihr seht mal, wir können kaum beschleunigen. Die Reifen sind auf einmal rot. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist. Aufgrund dessen zumindest. Abgesehen davon ist das Spiel echt, echt cool und macht Spaß und man hat viele verrückte Rennen. Aber das ist einfach echt ein bisschen zu crazy. Und vor allem hat die KI halt gar keine Probleme. Die haben irgendwie immer eine konstante Pace. Ob die frische Reifen am Auto haben oder abgenutzte. Ja, wir kommen raus auf Platz 15. Mal schauen, was jetzt noch geht, wenn die anderen stoppen. Aber ich glaube, das Podium ist weg in dem Rennen hier. Und was ich halt nicht verstehe, ist, dass die anderen, also Alonso und Hamilton, noch eine Runde mehr gemacht haben. Ich meine, wenn wir noch eine Runde mehr gemacht haben, dann... also, die wäre gar nicht gegangen. Ich glaube, da hätten wir, keine Ahnung, 3 Minuten gebraucht für die eine Runde. Das ist schon echt verrückt, wie wenig Probleme die KI da hat. Ist die Rest da wirklich vor uns? Oder muss der nochmal stoppen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stoppen da jetzt aber einige. Mal sehen, wie viele von denen wir uns schnappen können. Das wird man erst an der Boxenausfahrt so richtig sehen. Die führt ja da so innen lang hier in der ersten Kurve. Es ist zumindest Platz 11. Ist da noch jemand innen? Nein, Position 11. Ich hoffe, da stoppt noch jemand, der vielleicht auf den harten Reifen losgefahren ist. Und selbst wenn nicht, sollten wir die Pace haben, um zumindest die Rester auf jeden Fall zu überholen. Und wenigstens ein Trostpünktchen hier mitzunehmen. Das ist echt so frustrierend. Wir haben so viele gute Ergebnisse schon verloren durch diesen Bullshit. Oh ja, die Rester hat gar keine Chance. Richtig guter Ausgang aus der Schikane. Das DRS haben wir auch noch auf den Force India Piloten. Locker vorbei. Eventuell geht ja sogar noch mehr. An sich sind wir ja nicht langsam. Und unendlich weit weg sind die anderen auch nicht. Etwas mehr als 3 Sekunden fehlen uns nur auf Button. Und da ist auch nicht nur Button unmittelbar vor uns, sondern direkt so eine Vierer- oder Fünfer-Gruppe. Wenn wir da einmal rankommen, dann kann noch richtig was gehen. Ich hoffe nur sehr, dass wir jetzt am Ende des Hard-Stints nicht nochmal solche Probleme haben. Aber das darf wirklich nicht passieren, oder? Komm schon, wir haben extra die weichen Reifen so lange in dieses Rennen gezogen. Ich hoffe, dass wir zumindest am Ende des Rennens dafür jetzt Ruhe haben. Da sind wir auch schon dran am McLaren von Jensen. Werden zum ersten Mal hier auf der langen Gerade das DRS haben. Reicht das jetzt schon für einen Angriff? Auch er wird ja das DRS haben auf die Autos da vor sich. Und ich fürchte, wir sind auch noch ein bisschen zu weit weg. Oh, da vorne kämpfen auch noch 2, gehen Rad an Rad hier in diese Schikane. Das wird auf keinen Fall besonders schnell sein. Ah, das war zu optimistisch hier im Anbremsen. Das Duell da vorne geht in die nächste Runde. Diesmal versucht der Lotus da zu kontern, bilde ich mir ein. Button läuft da so ein bisschen auf die auf. Ah, wir können uns noch nicht ganz einmischen. Die Pace haben wir aber auf jeden Fall. Was mir nicht gefällt auf der Strecke sind übrigens die Curbs an den Ausgängen der Kurven. Die schleudern einen manchmal so komisch weg. Manchmal ziehen die einen so an, gefühlt. Das ist ganz seltsam. Oh, Button weit draußen. Das war knapp, aber wir haben ihn. Oh, Lila sogar im Mittelsektor. Durch das DRS, was wir hier auf Hülkenberg hatten. Es reicht aber immer noch nicht für einen Angriff. Oh, jetzt sind wir so nah dran an Hülkenberg wie noch nie, obwohl dann zieht er uns ein bisschen ab am Ausgang aus der Haarnadelkurve. Wir ballern direkt mal unser gesamtes Chaos raus, setzen alles so ein bisschen auf eine Karte und das war keine allzu gute Idee. Wir kommen da einfach nicht ran, weil auch er immer einen richtig guten Windschatten und das DRS hat auf Kimi da vorne, unseren alten Teamkollegen. Eieiei, das wird nicht leicht und die Reifen, die machen mittlerweile auch nicht mehr das, was sie sollen. Oh,
Da vorne ist jemand langsam, oder? Der zweite McLaren von Checo. War der auch neben der Strecke oder was? Genauso wie sein Teamkollege? Ah, jetzt geht das langsam wieder in die Richtung, in der es vor unserem Boxenstopp war. Ich fürchte, mehr wird hier aus eigener Kraft nicht gehen. So wie es auf der Karte aussieht, fährt Alonso aber immerhin den Sieg ein. Das würde 27 Punkte für unser Team bedeuten. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen was aufholen. Auf die anderen. Vorbei ist das hier aber noch nicht. Auch für uns kann was gehen. Vor allem, wenn die da so am Fighten sind vorne. Oh, ich glaube, Hülkenberg hat das DRS verloren auf die Gruppe da vor sich. Geht da vielleicht noch was? Wir werden nicht die beste Traktion bekommen aus dieser Kurve raus. Aber der Topspeed-Überschuss oder Vorteil gegenüber ihm wird riesig sein mit dem DRS. Schaffen wir es hier so gut wie aus dem Nichts noch auf den achten Platz zu kommen? Oh ja, das sieht tatsächlich gut aus. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, ehrlich gesagt. Und noch ist es auch nicht geschafft, aber wir bekommen auf jeden Fall die Riesenchance, um unsere Punkte hier zu verdoppeln. Fernando gewinnt das Rennen. Ja, das ist doch nur mein persönlicher Abschluss. Insgesamt muss ich sagen, war das logischerweise eins der weniger guten Rennen in der Saison. Obwohl die Leistung, also die Pace war mal wieder nicht schlecht, aber es war halt wieder das altbekannte Problem mit unserem Reifenverschleiß. Und vor allem das noch größere Problem, dass die KI da so gut wie nichts von mitbekommt meistens und einfach weiterfahren kann, als hätten die neue Reifen. Und das auch nach 6 oder 7 Runden auf einem Satz. Die letzten beiden Kurven hier in Abu Dhabi, schnell ist das jetzt nicht mehr, aber überholen kann Hülkenberg uns nicht, wenn wir keinen Riesenfehler machen. Und dann ist es vollbracht, wir retten irgendwie 4 Punkte. Ich hoffe, dass das gut war in der Konstrukteurs-WM. Werfen wir direkt mal einen Blick auf das Rennergebnis. Wir holen als Team 29 Punkte. Oh, an der Spitze war das übrigens unfassbar knapp. Hamilton war nur eine Zehntel hinter Alonso. Oh, das hätte noch ganz bitter werden können für unser Team. Zum Glück hat es Alonso aber geschafft. Das freut mich echt für ihn, dass er da mal wieder einen Sieg einfahren konnte. Mercedes holt als Team, wie viel? 28 Punkte. Da holen wir zumindest einen auf. Und Webber war sogar hinter uns. Das heißt, Red Bull hat nur die Punkte von Vettel, die 15, für seinen dritten Platz. Okay, dann ist das doch in Ordnung. Wir haben von den Top 3 Teams zumindest die meisten Punkte geholt und holen ordentlich was auf Red Bull. Wie sieht das jetzt aus? Zum einen hier in der Fahrer-WM, dort bleiben wir Fünfter. Wir sind aber immer noch in Schlagdistanz zu Vettel. Alonso, ah nee, der hat die WM jetzt verloren. Der hat die WM jetzt endgültig verloren. 51 Punkte hat der Rückstand. Die kann man in 2 Rennen nicht mehr aufholen. Es gibt ja nur 50. Den Punkt für die schnellste Rennrunde gab es 2013 übrigens noch nicht. Das haben beim letzten Mal irgendwelche in die Kommentare geschrieben. Also ich weiß nicht, was da bei euch los ist, aber den gab es damals noch nicht. Konstrukteurs-WM, 49 Punkte sind's. Wir sind näher rangekommen an Mercedes und deutlich näher rangekommen an Red Bull. Das wird noch spannend. Man darf nicht vergessen, für einen Doppelsieg gibt es 43 Punkte, wie in der letzten Folge schon erwähnt. Das heißt, maximal kann man als Team noch 86 holen. Da kann schon noch was gehen, auch wenn es ganz, ganz schwer wird. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der Mega-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder beim großen Preis der USA in Austin. Ich hoffe, da läuft es ein bisschen besser für uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.